Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute für euch ein kleines Shaco-Gameplay. Ich habe bereits bemerkt, ihr habt zwar Interesse an diesem Pick, ihr wollt es schon spielen, aber ihr wisst noch nicht so richtig, wie sich das Ganze dann in-game verhält. Und das werden wir heute ein klein bisschen aufdröseln. Ich gehe mit euch natürlich wieder die wichtigen Punkte dieses Champions durch, damit ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Viel Spaß dabei! Sollte es euch möglich sein, ist es natürlich immer cool, wenn ihr eure Boxen schon mal so ein klein bisschen in den Trap-Play stellen könnt. Heißt entweder hier jetzt in den Trap-Rush oder eben in dem normalen Fall dann auch in den Riverbush. Ist mir jetzt hier nicht möglich, mein Urgott-Change. Ich bin nicht überzeugt. Möchte hier unten starten, ist okay, können wir machen. Dann starten wir halt etwas langsamer. Ist aber für Shaco kein Problem, denn er will im Endeffekt sowieso ein klein bisschen schauen, dass er das Mover reinkommt. Die Gegner haben einen Pantheon-Support. Ihr findet natürlich sowohl einen Shaco-Guide als auch einen Pantheon-Guide für den Supportplatz auf in der Infokarte. Nicht auf der Infokarte, da steht nichts. Da muss ich erst was hinpacken. Genau, in der Infokarte findet ihr jeweils die Guides. Da findet ihr Runen, Item-Builds etc. Wir gehen hier einen Ticken offensiver ran, denn wir werden hier auch unseren Damage durchkriegen. Ihr seht das, das ist ein Trade, den kann man gehen. Wir wollen aber gerade nicht allzu offensiv gegenüber dem Chin stehen, denn der hatte seinen vierten Schuss. Was ich persönlich favorisiere bei einem Shaco-Support ist, dass wir über unseren E-Poke relativ viel auf der Lane machen können, auch wenn es mal nicht so perfekt läuft. Wir können mit unseren Boxen relativ gut Gankwege abschneiden. Das heißt, eigentlich müsste ich ja hier jetzt sagen, ich packe einen Ward hin oder gehe in den Tri-Brush und packe einen Ward hin. Nein, als Shaco musst du halt einfach nicht so weit rausgehen. Du kannst dann auch einfach deine Boxen Richtung Lane stellen. Ich schaue mal, ob ich so zwischendrin immer wieder mal den Chin poken kann. Das ist jetzt halt keine Lane, die super angenehm für den Shaco zu spielen ist, weil die Gegner halt im Endeffekt ihren Hard Engage haben. Und sollte ich halt ticken zu weit vorne sein, oder sollte ich mal mit meiner Q-Fähigkeit mich so ein bisschen verhaspeln, dann werde ich relativ schnell von diesem Pantheon abgeholt. Da muss ich natürlich drauf aufpassen. Ah, zieh an, mein Gold. Sieh an, mein Gold, dank dem Pantheon. Na, dann ist der halt in die Box gelaufen. Das ist für mich ja auch kein Problem. Diesen Busch, hinein wir den Pantheon mal kurz, damit der eben da, wenn er reingehen möchte, Schaden bekommt. So, und jetzt gucken wir, ob wir der Kaiser beim Last Hitten helfen müssen. Und das war auch der Fall. Diese Wave können wir an dem Punkt freezen. Und damit gehe ich wieder so einen Schritt weit vor. Denn die Büsche wollen wir eigentlich schon kontrollieren. Die wollen wir haben. Uns fehlt gerade ein Pantheon. Könnte sein, dass der in die Mitte geht, wobei es da eigentlich nicht viel für ihn zu holen gibt. Ah, Jin ist super sicher. Der ist da echt weit hinten. Naja gut, alles was er jetzt gerade an Farm kriegt, ist über die W-Fähigkeit zu managen. Sollte er halt wirklich vorlaufen, dann kann ich auf ihn drauf gehen. Da ist der Pantheon ja wieder. So, Pantheon können wir hier auf jeden Fall anzünden. E-Fähigkeit hinterher. Und dann passt es. Keine Ahnung, was das gerade für ein Move war. Das war gefühlt ungeduldig wie sonst noch was. So, und diesen Jin, den wollen wir natürlich jetzt hier auch ein klein bisschen unter Druck setzen. Und damit gehe ich jetzt hier an dieser Stelle back. Ich habe keine Ignite mehr. Wenn sie weiß, dass sie es schafft und sie weiß, dass sie es schafft, dann ist das richtig nice. Weil dadurch haben wir natürlich ein bisschen mehr AP im Endeffekt jetzt. Wir haben unser erstes Item, wir haben nochmal einen Assist mitgenommen. I like it! Ich habe gerade gesehen, dass der Kha'Zix von der Botlane heraus so Richtung, ja, im Endeffekt hier River gelaufen ist. Ich glaube, ich wurde hier gerade nicht gespottet und das ist richtig gut. Na, Katarina, Vorsicht! Ich weiß nicht, wie viel wir hier machen können, ob wir das überhaupt wollen. Ich habe nicht die größten Mittel, hier Schaden zu verursachen. Aber zumindest halt, die Warnung war gerade nicht schlecht, oder? So, wieder runter auf die Lane. Pantheon könnte gerade überall sein. Er könnte gerade auch hier drin sein. Ich habe nämlich unten nicht aufgepasst. Ihr hattet vielleicht die Karte im Blick. Und seid ihr auf jeden Fall ein bisschen besser aufgestellt als ich gerade. In diesem Moment hier versuche ich nur ranzulaufen und ihm mal einen Dolch in den Rücken zu jagen. Mehr nicht. Wir sind ja über die Magical Footwear unterwegs. Das heißt, ich habe jetzt in der Sekunde noch kein Paar Schuhe. Das ist gar nicht mal so angenehm, weil Schuhe sind mit Shaco doch recht wichtig. Aber es sind halt offensive Schuhe bei ihm wichtig. Die Sorcerer Boots stehen ihm unfassbar gut, wenn wir die kriegen können. Dementsprechend bin ich einfach jetzt halt hier mal ein bisschen gechillter. Wir spielen wieder das Zoning-Spiel.
Pantheon ist anscheinend jetzt weg. Also der wollte einfach nur noch mal reinenden und dann das Ganze hier droppen. Preseason, meine lieben Preseason. So, einmal eine Box hier hinter für die Vision. Ich könnte einen Control Ward hier reinpacken. Allerdings, der Pantheon jetzt wirklich nicht da ist, kann ich den Control Ward eigentlich auch vorstellen. Und meanwhile mit einer Box weiter vorgehen. Und das solltet ihr mit Chaco ruhig mal machen, wenn ihr eben ein bisschen Freiraum habt. Ne? Boxen sind Vision. Und zwar bleiben die 40 Sekunden flat stehen. Und da kommt dann eben noch ein klein bisschen Scaling über AP oben drauf. Ist halt nicht das Wichtigste auf der Welt. Diese paar Sekunden sind nicht entscheidend. Aber wie gesagt, wenn man halt einfach gerade den Freiraum hat, dann kann man sich da schon mal ein bisschen frei bewegen. Ein bisschen gucken, ob irgendwo was geht. Der K6, der ist Level 5. Ich zweifle daran, dass ich den töten kann. Außer wir bauen hier die ein oder andere Box auf. Der geht hier rein, der versucht über den Busch zu kiten, warum auch immer. Und dann hätten wir da eine Option. Na, Pantheon nicht da, ist schade. Aber ich lasse jetzt eben auch einfach mal die ADCs da unten ADCs sein. Geht hier gar nicht mal so gut. Das ist gar nicht mal so gut. Ranlaufen, rüberspringen, Box setzen. Box ist meistens etwas confusing. Für den Midlaner. Na, plötzlich ist da eine Box. Dann porte ich jetzt zurück. Hat immer noch keine Schuhe, aber wir können uns jetzt zumindest Leben kaufen. Und irgendwie der K6, der ist halt auch nicht so richtig da. Ich swap mal noch hier mein Trinket gleich. Das könnt ihr eigentlich machen, nachdem ihr zweimal euer gelbes Trinket gesetzt habt. Swapt ruhig auf das rote rüber. Normalerweise habt ihr euer Gold dann ready, bis theoretisch der nächste Ward fertig wäre. Und darüber seid ihr dann in der Lage, dann direkt an euren, also euren normalen Ward zu setzen, der aus dem Support-Item rauskommt. Jetzt haben wir natürlich brav, wie wir waren, den Drachen gemacht. Da holen wir uns den Assist, einfach nur mit einer E-Fähigkeit. Wenn der Pantheon runtergeht, dann kriege vielleicht ich sogar noch den Kill. Nope, der gibt hier auch einfach auf. Ich glaube nicht, dass wir hier was machen können. Dementsprechend, ich würde halt langsam echt gerne hier diesen Red Buff klauen. No, der ist irgendwie die ganze Zeit da, aber der wird nicht genommen. Kurz mal hier rüber gehen. Da ist niemand. Die Stevia war unten. Alright, dann gehen wir halt nochmal den Weg außen rum. Bringen da wieder rein. Dadurch, dass unsere E-Fähigkeit ab ist, haben wir einen Slow im Auto-Attack drinnen. Aber leider hat meine Puppe keinen Bock zu procken. Na gut, egal, wir haben noch einen Versuch. Leider nur, um sie zu poken. Leider nur, um sie zu poken. Mehr leider auch nicht. Okay, gehen wir wieder runter, ne? Merkt schon, Chaco kann man sehr roamlastig spielen. Ihr könnt ihn aber auch genauso gut auf der Lane spielen. Wenn der Pantheon wieder runterkommt, ist er tot, ne? Sollte der da tatsächlich wieder runterkommen, ist er tot. Na ja, laufen wir einfach drauf. Wir haben unsere Autotags, wie gesagt, der Slow ist da. Mehr geht hier leider eh nicht. Wenn nicht so gut rankommen. Ich würde ganz gerne hier wieder zu dem Busch zurückkehren. Pantheon ist schon wieder weg. Der macht mich fertig. Ich sag's euch. Der macht mich einfach fertig. Da eine Puppe hin. Im Endeffekt die Wege ein bisschen sichern, die uns ganken könnten. Wenn die Puppe hier weg ist, habe ich auch gerade wieder eine neue bereit. Dann nehmen wir mal ein Plating. Oder? Geht sie weiter auf den Freeze? Ja, sie kann langsam nicht mehr auf den Freeze gehen. Bringt hier nichts. Trotzdem, dass ich halt jetzt relativ lange unterwegs war. Okay, Minute 12 kriege ich jetzt erst mein Gold so gesehen. Der war hier oben. Ja, diese Pantheon macht mich fertig. Ich sag's nur nochmal. Der macht mich fertig. Gut, kriegst du halt hier dein Dolch in den Rücken. Ich packe hier eine Puppe mit dazu. Jetzt ist gerade die Zeit für den Push gekommen. Denn wir haben den Urgott hinter uns. Also unser Teammate ist praktisch da. Ich gehe hier direkt raus. Zuerst tanke ich das Ganze und danach gehe ich halt so weit wie möglich ist wieder raus mit der Q. Ihr könnt im Endeffekt das Ganze auch mit einer Puppe machen.
Es ist halt. Könnte das Ganze hier auch mit einer Puppe machen. Frage ist, habe ich genug Schaden für den? Oh, wait. Oh, wait. Pantheon war nicht doof. Der Pantheon, der war da nicht doof. Ist mit der Lens durchgegangen. Das countert mich natürlich theoretisch enorm. Und ich hätte jetzt gesagt, jetzt jagen wir ein bisschen. Aber leider ist dem nicht so. Einmal hier noch den Slow drauf gekriegt. Und Katarina finisht das Ganze. Pantheon ist da, der nervt. Allerdings können wir auch unsere Puppe aufsetzen und wieder rausgehen. Sowas macht ihr tatsächlich mit einem Shaco relativ häufig. Ihr versucht immer wieder Wege und Möglichkeiten zu finden, den Gegner da irgendwo unter Druck zu setzen, zu nerven. Hauptsächlich eigentlich nur zu nerven. Und das haben wir hier gerade auch gemacht. Schaut mal an, wen wir da gefunden haben, ne? Einen Pantheon, der sich gerade hier unten versteckt hat. Hier unten. Zum Glück bin ich mit der Lens durchgegangen, ne? Dadurch habe ich gesehen, dass er da ist. Keine Ahnung. Also der spielt schon anders. Der hat eine andere Idee von dem Spiel. Was ihr bei Shaco so ein bisschen beachten müsst, rein von der Spielweise her, ihr müsst immer wieder darauf achten, dass ihr halt, ihr seid ein Zauberer. Ihr seid einer, der rumtricksen muss. Ihr seid jemand, der wirklich auch ein bisschen drauf schauen muss, dass ihr nicht den offensichtlichsten Move macht. Denn wenn ihr den offensichtlichsten Move macht, und das wäre hier vorhin gewesen, dass ich einfach so über die Lane weglaufe, dann werdet ihr gecatcht. Ihr müsst ein gutes Auge für die Situation haben und dementsprechend damit spielen. Ihr müsst wirklich mit dem Gegner spielen. Das ist Shaco. Wenn man da ein bisschen Gefühl dafür entwickelt, dann ist man da auch ganz gut drin. Ich habe in letzter Zeit über den Stream sehr häufig Shaco Support gespielt. Na, da habe ich einen Zuschauer, einer meiner lieben Moderatoren. Schade. Hat er den richtigen erwischt? Einer meiner lieben Moderatoren hat mir sehr, sehr häufig Shaco Support aufs Auge gedrückt. Und ich habe halt die ersten Runden hardcore reingeintet. Ne, weil man hat kein Gefühl für einen Shaco. Man muss erstmal schauen, wie viel Schaden macht man. Wie läuft es, an welcher Ecke läuft es und wie. Und dann kommt man da auch irgendwann in eine Richtung, in der man dann schöne Plays machen kann. Und dann letztendlich könnt ihr auch relativ stumpf an Situationen rangehen. Wir haben jetzt halt hier eine Sivir, die wir gerade töten können. Wir haben gleich auch die Möglichkeit, hier nochmal ein bisschen was zu machen. Die nehme ich auch mit. Entschuldigung, Urgott, aber ja, wenn man halt dran steht, macht man es direkt. Und ihr braucht auch als Shaco so ein bisschen Gold. Ihr könnt offensive Item-Builds fahren. Ich habe euch ein Itemset für einen Shaco-Support vorbereitet. Ihr könnt aber auch relativ, ich sag jetzt mal, gemächliche Item-Builds gehen. Mit dem Imperial Mandate, das im Effekt jetzt auch wesentlich geiler geworden ist. Und ich finde es auch gut, dass wir hier die Möglichkeit haben, wirklich viel damit zu machen. Na, Imperial Mandate, gehst du ran. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Wir können hier mal noch eine E werfen, aber das war's dann. Der Rest tut mir leid für dich. Da brauche ich jetzt gerade kein Play mehr versuchen. Dieser Kha'Zix, der glaubt, ich bin ein bisschen zu greedy. Aber nee, da habe ich gerade nichts zu tun. Ich gehe lieber hier hoch, weil da vermutet man mich gerade eher weniger. Joe läuft ebenfalls hoch. Und dann können wir hier schon mal wieder ein klein bisschen Kontrolle auf den Gegner bringen. Beziehungsweise im Endeffekt auch nur hier. Die Auto-Attack-Slows sind da. Einfach nur Auto-Attacken. Mehr habt ihr hier nicht zu tun. Dann könnt ihr euch vielleicht noch den Kill mit der E nehmen. Aber in erster Linie seid ihr für den CC da. Auch wenn euer Slow nicht gerade wichtig ist. Naja, es ist zumindest CC, oder? Irre ich mich da? Nein, tue ich nicht. Es ist zumindest ein bisschen was. Auch hier haben wir wieder ein klein bisschen CC. Bleib jetzt einfach mal hier noch drinnen stehen und werde jetzt hier auch, sag ich mal, sterben. Oh. Vielleicht auch nicht. Ich habe leider keine Sicht gerade, ne? Ah, schön.
Schön. Boah, das ist knapp. Ich hatte hier nochmal eine Box gestellt. Da, wo in dem Moment die Puppe gestorben ist, also unser Klon, habe ich nochmal eine kleine Puppe hingestellt und habe mir gedacht, wird schon klappen. Und hey, es hat ja wohl auch funktioniert, oder? Letztendlich sind wir jetzt halt hier gerade in einer Situation. Schade, die ich nicht so tricken konnte, wie ich es wollte. Ich wollte halt einfach so tun, als wäre halt ich gerade dieser Dumme, der da reinläuft. Leider haben sie sich gedacht, na, es ist direkt der richtige Schako. Manchmal muss man halt aber auch wirklich nur so tun, als wäre man da der Dumme. Und es kann sehr, sehr häufig funktionieren. Ich finde es ein bisschen unglaublich. Nice, noch ein Assist bekommen. Es ist unglaublich, wie ich das teilweise spiele. Es sieht zu offensichtlich aus. Aber manchmal, je offensichtlicher, desto besser ist es tatsächlich. Aber okay, egal. Wir sind gestorben. Den Assist haben wir mitgenommen. Wir müssen sofort wieder dazulaufen. Aber ich glaube, den Drachen werden wir nicht bekommen. Die haben halt einen Cho daneben stehen. Na, dann muss man da im Endeffekt... Müsste man den respektieren. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. Das geht noch, das geht noch. Wir kommen noch rechtzeitig daran an diese Situation. Das ist ganz cool. Zack, dem einen Dolch in den Rücken. Da eine Puppe bauen. Eine Puppe hinstellen. Ein Auto-Attack hier. Und die Sivir, die interessiert mich in dem Moment gar nicht, ne? Auch wenn sie gerade da ist. Ah, das hätte man sich sparen können. Und nochmal ein Dolch in den Rücken. Die E hätte ich mir gerade sparen können. Die E hätte ich so viel besser setzen können. Oh, sieht mal an, wer da ist. Ah, schade. Der hätte ich ganz gerne geklaut. Den hätte ich super gerne geklaut. Auch den Kill nehme ich mir leider Gottes. Ich will mir gar nicht so viele Kills nehmen. Das ist jetzt gerade eher so, ich bin immer zum richtigen Moment am Platz, wo ich sein muss. Aber eigentlich auch nicht, weil ja manche Dinge nehme ich mir halt schon irgendwie dreist. Was aber nicht schlimm ist, denn im Endeffekt, wenn ich das Gold habe, dann kann ich da auch einiges damit machen. Ihr werdet es sehen. Den Shaco könnt ihr vom Mythic-Item her auch gerne mal auf dem Night Harvester spielen. Ihr könnt den auch über ein bisschen, ja, andere damage-lastigere Sachen bauen. Aber im Endeffekt habt ihr immer die Möglichkeit, mit ihm auch selber als AP-Carry aufzutreten, wenn das dann im Endeffekt zur Debatte steht. Ja. Da einmal diesen da. Ich habe leider nicht mehr in dem Moment. Ich habe leider nicht mehr in diesem Moment und da werde ich auch gerade nicht mehr bekommen. Lieber einen Ward mal noch rüberstellen. Ich weiß nicht, wie es da von der Vision aussieht. Nee, da ist nichts. Und man soll es nicht probieren. Geh mal raus hier. Die kriegt hier wahrscheinlich noch was. Alright. Eine E hinterher. War sogar mein Kill. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Mir reicht's hier wirklich. Wir kaufen uns jetzt Demonic Embrace und danach werde ich halt Richtung Sonya Stundenglas gehen. Weil dieser Kha'Zix, der kann noch richtig, richtig schmerzhaft werden und das möchte ich nicht. Das will ich nicht. Hier raus. Bis gleich. Und damit sind wir dann in der gegnerischen Hälfte mal wieder unterwegs. Hier können wir ein bisschen slowen. Das war eine Ultimate zu früh. Aber zum Glück nimmt er das Falsche und er stirbt dabei. Weil er am Ende des Tages... Ui, wird wahrscheinlich nicht reichen. Weil am Ende des Tages, danke Kaiser, noch den Demonic Embrace Debuff drauf hatte, der ihn natürlich für ein paar Sekunden weiter verbrennen lässt. Kurz mal hier durchgehen mit der Lance. Da war gerade ein Pantheon, gegnerischer Supporter. Sollte man im Auge haben, sowas. Das war gerade nicht klug, aber Katarina regelt hier. Ich krieg sogar noch einen Assist dank meiner Puppe, weil Katarina jetzt Pantheon gekillt hat. Ist das nicht nice? Aber ich liebe diesen Champion. Und ich mochte ihn anfangs gar nicht, ne? Ich mochte ihn anfangs gar nicht. Wenn ihr mal sehen wollt, wie ich auf Twitch eine Runde Shaco spiele, kommt auch häufiger mal vor, guckt einfach in die Beschreibung. Da findet ihr den Twitch-Link. Schaut rüber, sagt Hi. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die auch gerne stellen. Und dann werdet ihr sehr wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Shaco-Gameplay sehen, wenn ihr häufiger dabei seid. Dann nehmen wir jetzt direkt mal unseren Klon.
Weil wir haben echt nicht viele. Ich bin raus. Meine Liebe, es tut mir leid. Ich bin raus. So, hier noch eine Puppe hinsetzen, da noch einen Ward setzen. Na? Was ist denn da noch passiert? Und ich werde auch hier jetzt gleich noch eine Puppe setzen. Zack. Ihr habt gerade eine ganz seltsame Interaktion gesehen. Ich habe gerade offensichtlich, angeblich, ohne Grund einen Movement-Buff bekommen. Und der war gar nicht so random. Ich habe ja in meinem Kit mit meiner W habe ich CC. So, wenn die Box ausgelöst wird, dann triggert auf diesen Gegner Imperial Mandate. Imperial Mandate verursacht extra Schaden und setzt eine Markierung auf den Gegner, die es einem Verbündeten erlaubt, diese Markierung auszulösen. Dabei bekommen wir beide dann Movement Speed und dieser Gegner bekommt noch einen Funken extra Schaden. Und im Endeffekt ist genau das passiert. Ich habe da ja vorne noch eine Box stehen gehabt. Der Joe wurde, ist reingelaufen, das wurde getriggert. Meine Katharina hat diesen Poke praktisch ausgelöst und wir haben dadurch im Endeffekt noch diesen Movements-Buff bekommen. Macht das jetzt on the long run Sinn? Nein, macht es nicht. Im Endeffekt ist es nur ein kleines nettes Gimmick. Aber wenn ihr euch mal wundert, hey, warum ist denn dieser Shaco oder vielleicht auch ein Maokai, bei dem kann das nämlich auch sein, warum ist denn der plötzlich so schnell? Dann ist es genau deswegen. Einen Maokai-Guide, by the way, habe ich euch auch gemacht. Ihr findet auf meinem YouTube-Kanal inzwischen so gut wie jedem Champion, den man auf Support viable spielen kann. Ein ganz großes Wort, ich weiß. Findet ihr einen kleinen Guide. So. Okay. Ja, gut. Alles klar. Er wäre so oder so gestorben. Ja, da war die Katharina. Und es ist auch eine Snowball-Runde gewesen. Ich hatte keine Ahnung, was dieser Pantheon hier gemacht hat. Ey. So, raus hier. Ihr habt die Möglichkeit, mit eurer Puppe, also eurem Klon zu tanken. Euer Klon spawnt nochmal drei Puppen, die tanken auch nochmal einen Schuss. Und wenn ihr zwischendrin noch eine Box setzt, dann tankt die auch nochmal einen Schuss. Boxen werden favorisiert, aber erst, wenn halt ein Ziel stirbt. Wenn ihr also bei einem Push möglichst effizient sein wollt, dann packt dann eine Puppe ran, wenn euer gegnerischer Turm ein großes Minion in Fokus genommen hat. Heißt ein Cannon-Minion oder ein Super-Minion oder sowas. Und erst dann setzt ihr praktisch eure Box dazu. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß mit Shaco-Support. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dafür bin ich da. Und habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.